Gelbliche Verfärbungen auf Finger- oder Fußnägeln sind kein schöner Anblick. Doch woher kommen sie und was kann man dagegen tun? In diesem kurzen Video verraten wir die Ursachen und die besten Tipps gegen gelbe Nägel. Ihre Finger- oder Fußnägel sehen gelblich aus? Das kann ziemlich ärgerlich sein. Schließlich wünscht man sich zartrosa Nägel mit weißen Spitzen. Manchmal sind färbendes Essen wie Mandarinen oder Kurkuma oder spezielle Kosmetikprodukte offensichtlich schuld daran. Ist dies nicht der Fall, können auch Gesundheitsprobleme die Ursache sein. Der erste Grund könnte Nagellack sein. Haben Sie den Nagellack bei der letzten Maniküre schnell ohne Unterlack aufgetragen? Besonders bei dunklem, farbintensivem Lack kann dies dafür sorgen, dass die Nagelplatte verfärbt wird und beim Ablackieren ein gelber Film zurückbleibt. Diese Reaktion des Farbstoffs mit dem Keratin des Nagels kann die Nägel auch brüchig machen. Auch der regelmäßige Kontakt der Finger mit Tabakteer kann zu Verfärbungen der Nägel führen. Besonders wenn sie dem noch heißen Zigarettenrauch ausgesetzt sind, bilden sich die ziemlich hartnäckigen gelben Stellen. Zudem können sich durch Zigarettenkonsum auch Gruben in den Nägeln bilden. Entdecken Sie gelbe Nägel bei Kindern, liegt vielleicht ein Beta-Carotin-Überschuss vor. Dieser färbt auch bei Erwachsenen nicht nur Nägel, sondern auch die Haut gelblich. Lassen Sie diesen Verdacht bei Ihrem Arzt, Ärztin abklären, auch wenn von diesem Zustand selten eine ernsthafte Gesundheitsgefahr ausgeht. Ein weiterer Grund der gelben Nägel kann Vitaminmangel sein. Werden dem Körper zu wenig Protein, Kalzium oder andere Vitamine wie Vitamin E zugeführt, kann sich das ebenfalls auf den Fingernägeln bemerkbar machen. Nahrungsergänzungsmittel oder eine Ernährungsumstellung können hierbei zu einer langfristigen Besserung führen. Auch eine Pilzinfektion wie Fußpilz kann der Grund für gelbe Nägel sein. Dieser führt zu einer Verdickung der Nagelplatte und einer Ansammlung von Ablagerungen darunter, was die Verfärbung erzeugt. Hier gilt es unbedingt, schnell zu handeln, um den Pilz abzutöten. Suchen Sie also am besten einen Arzt auf. Gegen ungefährliche Gelbfärbungen durch äußere Einwirkungen wie etwa Nagellack können wir zum Glück ganz einfach mit Hausmitteln angehen. Die meisten davon haben wir vermutlich sowieso zu Hause. Die bleichende Wirkung von Backpulver ist bereits den meisten bekannt. Um kurzweilig gegen gelbe Verfärbungen auf den Fingernägeln oder Fußnägeln vorzugehen, können Sie zu einem Backpulverwassermix greifen. Einfach eine Tüte Backpulver in warmem Wasser auflösen und die Finger oder Zehen darin etwa 5 Minuten lang baden. Danach mit einer Polierfeile sanft die Nägel bearbeiten und so die Verfärbungen abtragen. Ebenfalls bleichend wirkt ein Zitronensaftbad. Dafür einfach den Saft einer halben Zitrone in einen halben Liter Wasser mischen und die Nägel darin für etwa 5 Minuten baden. Nach dem Bad die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Ideal ist eine Hand- und Nagelpflegecreme. Da die Säure der Zitrone brennen kann, sollten Menschen mit Wunder und trockener Haut von dieser Methode absehen. Wer keine Zitrone zur Hand hat, kann auch ein Nagelbad aus Apfelessig und Wasser zubereiten. Dazu ein Glas voll mit Wasser füllen und 3 Esslöffel des Apfelessigs hinzufügen. In dieser Mischung dann die Finger oder Füße baden, anschließend mit einer Polierfeile sanft die obere, verfärbte Schicht des Nagels abtragen. Achtung! Nicht übertreiben, das zerstört den Nagel. Eine regelmäßige Behandlung mit Nagelöl beugt übrigens Brüchigkeit vor und versorgt die Nagelhaut mit Feuchtigkeit.